Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zum nächsten Getränketest. Ich habe hier den zweiten von euch, den habe ich völlig vergessen. Von Flying Power Big Think Big Energy for Your Brain Performance Orange Yuzu. Also, bleibt dran. Oh Mann. Wenn er sich mitten beim Satz verschluckt. Shit. Darf man Shit überhaupt sagen? Naja. Ich habe schon einen davon getestet und ganz ehrlich, als ich die gesehen habe, dachte ich, das wären die Protein-Drinks von Flying Power, die ich mal vor ein paar Jahren in Österreich getestet habe. Die könnt ihr im Übrigen alle Flying Power sind in meiner Flying Power Liste drin. Da sind einige drin, die ihr wahrscheinlich auch gar nicht kennt, und weil da sind auch österreichische drin, die es offensichtlich nur in Österreich gab. Das ist richtig cool. Was es so alles gibt. Kalorienarm. Ja, kalorienarm. Ja, aber ich muss sagen, eine Dose mit 63 Kilokalorien, da würde ich nicht sagen kalorienarm. 63 Kilokalorien, wie viel ist dann Kalorien voll bei denen? 1000 Kilokalorien. Ja, 19 Kilokalorien auf 100 Milliliter. Das spricht eine klare Sprache. Und Zucker 14 Gramm, die ganze Dose. Das heißt, 4,3 Gramm Zucker. Ja, das ist noch in einem Bereich, wo ich sagen würde, naja, ist okay. Kann man mal machen. Muss man nicht, kann man aber machen. Ja, Erfrischungsgetränk mit... Hier, guck doch mal, wie das drauf gedruckt ist. Das kann ja kein Mensch lesen. Kann man das ein bisschen schärfer kriegen? Hallo? Das kann doch kein Mensch lesen. Ah... Also das ist ein sogenannter Fehldruck vielleicht. Aber bei dem anderen hat man es auch nicht lesen können. Von daher. Orange Yuzu-Geschmack. Ja, mehr steht da auch nicht. Eieiei. Ein Nutri-Score von D. Ich halte von diesem Score irgendwie gar nichts. Denn um den auf A hochzupowern, da muss man nur noch ein paar Zusätze reinballern, die zwar ungesund sind, aber... Und also ich halte von nichts. Vegan funktioniert sowieso nicht. Also für mich, Grüße gehen raus an alle Veganer. Das Ding ist vegan, das könnt ihr euch ruhig geben. Ich hoffe, es schmeckt wenigstens. Das andere war nicht besonders gut. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen draufkloppen, weil ich, weil mir die Dose eben zweimal runtergefallen ist und da Kohlensäure drin ist. Ja, kann es sein, dass sie mir gleich im Gesicht explodiert? Pfand ist auch am Start. Ja, und wie immer die Warnung, das ist keine Werbung, denn ich habe mir das selbst gekauft. Es kostet nur 39 Cent. Und wenn ich mir das selbst kaufe, dann habe ich die Erwartung eigentlich, dass ich sagen kann, das schmeckt gut oder schmeckt scheiße. Und in dem zufolge ist es keine Werbung. Anderes wäre es, wenn der, wo war das? War das beim Aldi? Das war beim Aldi. Anders wäre es, wenn ein Mitarbeiter bei Aldi sagt, oh, ich erkenne dich, hier, ich gebe dir das aus, ich schenke dir das, dann würde ich Werbung reinschreiben. Oder ich würde gar Geld dafür kriegen, was ich nicht kriege. Ich bin ja arm Sau. Ist halt so. Es ist nicht explodiert, Leute. Apropos arme Sau, ihr könnt das ändern, wenn ihr Bock drauf habt. Und zwar, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, guckt die Playlist hoch und runter, damit ich eventuell irgendwann mal in, ja, gefühlt 100 Jahren Partner werde. Da das ein Hobby ist, ist mir das irgendwie, ja, also gucke ich da nicht so drauf. Aber es könnte ja sein, dass man einen Mega-Durchbruch hat, man weiß es nicht. Und dann, also wenn ich irgendwann reich werden würde, dadurch würde ich... sehr viele Videos noch mehr machen und ich würde mich, glaube ich, sozial viel, viel mehr engagieren. Das mache ich jetzt schon, aber also ich sage da nicht Bescheid, dass ich irgendwo was verschenke oder so. Aber dann würde ich vermutlich noch mehr tun. Und das müssen wir heutzutage auch machen. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls ist mir das Ding nicht explodiert. Abonniert, liked, ne, kommentiert, ihr wisst Bescheid, Leute. Ihr seid sowieso die Besten. Ich kriege immer wieder Vorschläge gemacht, hier, kennst du das schon, kennst du das schon, ja. Und
Und dann bin ich auf der Suche und sage, oh, ja, was? Gibt's das? Was? Oreo, Cola mit Oreo oder was? Ich suche es. Ich finde es irgendwo. Ja. Oder Beetlejuice Fanta oder was. Ich finde das. Oder wird es getestet, damit ich alle meine Listen vervollständigen kann. So. Ich würde sagen, ja, oh, hier ist der Becher. Der Becher ist am Start, denn wir müssen auch einschenken. Schenken wir ein. Oh. Und hier haben wir was, was für mich eher nach Zitrone aussieht, als wie nach Orange. Das sieht für mich nach Zitrone aus. Es hat Bubbles, es ist Sparkling. Das riecht wie Vitaminwasser. So. Kennt ihr das, dieses Wasser, was versetzt mit Vitamin? Früher gab es das oft. Und es riecht zitronisch. Ja, ich würde sagen, das Design ist okay. Ich habe Besseres gesehen, habe aber auch schon Schlechteres gesehen. Designmäßig 4 von 5 Sternen. Die Schrift hätte etwas klarer sein können und die Farben hätten ein bisschen mehr abgesetzt sein können. Also für meinen Geschmack. Und manchmal sind die Übergänge auch nicht richtig getroffen, finde ich. Ja, das geht alles etwas besser, aber für Pan 30 Cent, ich meine, ja, da muss man halt in der Qualität auch ein bisschen runtergehen, ist halt so. Gut, ich würde sagen, Prost! Oh! Also der schmeckt schon viel besser als der letzte, den ich getestet habe. Oh, was war denn das für eine? Ich weiß gar nicht mehr. Ist ein paar Tage her so. Ihr müsst wissen, ich produziere die Videos vor. Also wenn ich das heute hochlade, dann kommt es. Ich kann's euch genau sagen, wann es kommt. Heute haben wir mit ziemlicher Sicherheit... ich habe hier einen Zettel, wo ich mir aufschreibe, wann ich Videos hochlade. Also das ist mit Sicherheit am 9. Heute ist der 9. September. Ja, 9. September. Wenn ihr heute guckt, also heute früh um 10 Uhr oder was, dann ist heute der 9. September. Ja, und so speichere ich hier ein, sodass ich ein paar Tage Vorlauf habe, im Fall, dass ich mal keinen Bock habe oder dass ich mal nichts finde. Das kommt eigentlich oft vor. Oder dass ich mal keine Zeit dafür habe. Aber ich versuche, wenn es geht, jeden Tag für den Algorithmus so ein Video zu machen. Und für euch natürlich, weil ihr euch drauf freut. Ja, ich kriege viel Zuschriften. Oh, ja, die erste Freude des Tages ist, deine Scheppefresse zu sehen oder so. Ja, ist halt so. Ja, ich würde sagen, vom Geschmack her, es erinnert an Mineralwasser mit Zucker und mit Zitronengeschmack. Orange schmecke ich da jetzt gar nicht so raus. Und Jutsu, weiß ich nicht, was es ist. Vielleicht ist Jutsu ja so eine Art Zitrone. Ja. Eieiei. Oh. Naja, jedenfalls, das schmeckt mir richtig gut. Es hat so was Zitroniges. Man könnte das auch Zitrone-Jutsu nennen. Also würde ich sagen, ganz klar, 5 von 5 möglichen Sternen im Geschmack. Das gefällt mir sehr gut. Ja, also, wenn ihr das schon kennt, schreibt in die Kommentare rein, wie ihr es findet. Das gibt es im Übrigen beim Aldi und das kostet 39 Cent oder was. Natürlich ist da noch der Pfand dabei, den kriegt man wieder. Mit dem Pfand halte ich es immer so. Also ich persönlich mache das so. Ich nehme mir 120 Liter Müllsäcke. Dann schmeiße ich alle Dosen und alle Flaschen, die ich so habe, Pfand, also nur die 25er natürlich, schmeiße ich rein. Und wenn ich 3 oder 4 Säcke voll habe, dann gebe ich die komplett ab.
Und ich bin mal gespannt, ob mich dann mal einer dumm anmacht und sagt, du musst dafür jetzt Steuern zahlen. Wo ich dann sage, nein, muss ich nicht. Ich habe die alle höchstpersönlich leer gesoffen. Ja, die Wasserflaschen, die Dinge, Energy Drinks, alles mögliche an Beverage. Und ich möchte mein Geld, was ich ausgegeben habe bereits, möchte ich wieder haben. Das ist keine Gewinnabsicht, das ist eine Ausgleichsabsicht. So sehe ich das. Ja, ich meine, es gibt natürlich genug Leute, die sammeln und die sammeln müssen, um überhaupt bei dieser mageren Rente überhaupt auf den grünen Zweig zu kommen. Und es ist auch schon oft vorgekommen und es kommt auch oft vor, dass gerade in Frankfurt ist es so, dass Leute die direkt an der Scheibe am Betteln sind. Ja, und ich habe dann immer ein paar Flaschen Wasser dabei, so kleine, und gebe dann mal eine Flasche Wasser oder ich gebe mal ein Energy aus oder so. Ja, dann haben die Leute was zu trinken und haben noch ein bisschen Pfand. Das kann man machen. Aber den Leuten da in den Pfand zu gehen und hier zu kralle, nur weil man selber seine Regierung nicht auf die Reihe kriegt, das ist nicht richtig. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, bis demnächst und gute Fahrt, Jungs und Mädels. Tschüss.